Jetzt starten wir. Und in der neuen Folge. Damit herzlich willkommen zu Let's Play GTA Vice City. Ja, ich mache zwischendurch jetzt mal eine Mission pro Folge, ein bisschen kürzer Folgen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber los geht's. Wenn nicht lange dauert, dann kann man sehen. Wir wollen heute komplett einmal durcharbeiten. So. Ich mach. Hol den VIP auf Starfish. Alles ab. Machen wir doch. Ja, Taxi-Missionen können wir eigentlich auch mal machen. Polizeimissionen und sowas. Das kriegen wir schon. Da kriegen wir, glaube ich, auch gut Kohle mit rein. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt heute machen. Ich habe den Punkt ja komplett falsch vorgesetzt. Egal. Warte mal kurz. Ich nehme mal den Punkt hier raus. Ja, ich will heute vielleicht doch mal alle Taxi-Missionen. Ich bin noch nicht zu 100% sicher, aber gucken Sie. Boah, alle auch in der letzten Sekunde. Du fährst dich mit dem verhechtert? Bring die VIP zum Flughafen. Oh, verpiss dich, Kollege. War das hier in Vice City eigentlich mit dem versteckten Militärstützpunkt, wo man nur mit einer Polizeiuniform drauf kam und daher stöbern konnte? Ich frag für einen Freund. Ich glaube ja. Ich glaube, wenn du da nämlich vorbeifährst, ich meine, das wäre hier hinten irgendwo gewesen, wenn du da hinten vorbeifährst, so, 1000 Dollar. Nächste Mission. Wenn du da nämlich vorbeifährst, wirst du, außer wenn du Polizeiuniform an hast, direkt beschossen. Ich kenne das. Ich habe mich da immer ein bisschen erschrocken, wenn ich da vorbeigefahren bin. Oh, das war keine Absicht. Scheiße. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gerade da hoch. Ja, auch das hier Thema hier mit dem Flugzeug, das Ding da oben, mit dem Flugzeug auf der Brücke, das gibt es hier tatsächlich in der Nähe, wo ich wohne. Ich bin vor, ja, circa 6 Wochen nach Zürich geflogen, hier vom Flughafen, und da gibt es tatsächlich den Flughafen, da führt eine Autobahn dran vorbei, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, wenn du von einem Rollfeld zum anderen fährst,
Wenn es von einem Rollfeld zum anderen oder zur Startbahn geht, rollt es direkt über die Autobahn. Ja, ein Flugzeug fährt nicht, ein Flugzeug rollt. Nur so nebenbei. Oh, warte mal. Ich überlege gerade was. Wenn wir schon mal hier sind. Hier gibt es nämlich eine versteckte Patzefaust. Ja, wir werden auch Dings Polizeimissionen und sowas machen. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich per Level gibt. Oder so wie in San Andreas zum Beispiel. Oder ob die einfach nur so random da sind. Also wir werden die auf jeden Fall mal jeweils eine Folge mitmachen, aber gucken wir mal halt, ne? Wollen wir das machen. So, jetzt fahren wir kurz mal eben zum Taxiunternehmen. Und machen direkt mal die zweite Mission. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Missionen nur. Das ist nicht viel. Oh ja, hier den Punkt kenne ich. Mit dem. Du Sackhalter. Konkurrentenjagd. Schalte 3 Taxis der Konkurrenz aus. Machen wir doch glatt. So nicht. Ja, wechsel deine Scheißspur genau vor meiner Nase, du Arsch. So, jetzt müssen wir gucken, wo die sind. Eigentlich ist ein Vorteil, dass wir die Kamera, dass wir die Panzerfaust haben. Ich werde. Ah, davon ist er schon. Tschüss. Das war übrigens schon die Nummer 1. Das war übrigens keine Absicht. Das war mal ganz kurz angeblinkt von den Cops. Die interessieren mich gerade herzlich wenig. Gut, dass die Missionen nicht beendet sind, wenn wir. Gut, dass die Missionen nicht beendet sind, wenn wir. Warte, machen wir mal was anderes. Ich wollte eigentlich das Motorrad klauen. Aber irgendwie hat es das gerade ergeben.
So, jetzt muss ich gerade überlegen, wo das zweite Taxi ist. Ja, das dritte Taxi ist. Aber das finden wir schon, das kriegen wir schon hin. Gut, Gott sei Dank, wir haben die Cops los, das heißt, wir können weitermachen. So, dann fahren wir mal darüber. Weil das letzte Taxi ist da vorne, das ist aber relativ einfach zu kriegen. Sei denn, der wehrt sich. Oh, hier ist ein Päckchen. Aber es ist jetzt wurscht. Ich muss Taxis fahren. Wir müssen Taxis fangen. Ah, verpiss dich jetzt von mir. Da ist Taxi. Warum ist Taxi-Mission erledigt? Weiter. Du bist mir vor die scheiß Karre gezogen, du Arsch. Hey, das ist schlimm, wenn die Cops einem vor die Nase ziehen und ich muss dich mal suchen. Aber die sind ja Gott sei Dank nicht so penetrant wie zum Beispiel GTA, was. Gott, ich weiß nicht, in GTA 5. In GTA 5 lässt du gefühlt eine Zigarettenschachtel fallen und direkt 20 Cops neben dir. So, weiter. Und zu der Federation. Nächste Mission. Hol Mercedes ab. Die ja die Tochter vom Colonel ist. Wir sollen ja ein ganz spezielles Auge auf sie finden, auf sie werfen. Die es ja angeblich schon gut alleine kann. Gut, die Halle ist speziell. Verpiss dich. Ist das schon die letzte Mission? Nein, ist noch nicht. Ah, Mann, geht mir doch nicht mehr alle auf den Senkel jetzt. So, ich hole mir noch mal einen zweiten, wenn es geht, zweiten Rocket Launcher. Davor ist noch einer. Ja. Ist mir gerade egal. Ich will auch einen Rocket Launcher haben. Entschuldigung, Dicker. Wo müssen wir denn hin? Hier hin. Das ist, glaube ich, schon die letzte Mission. Wir müssen dahin. Oder?
No sign of Mercedes. Heike. What the fuck, das sind 6 Stück? 7 Stück? Halte durch, bis die Zeit abgelaufen ist. Na gut. Der ist schon tot. Acht, sieben, sechs. Was bist du jetzt von mir? So, jetzt kommt noch King of Kaufman. Das. Denn der da Na komm her, mein Freund. Erledigt. So, komm, mein Kind, die Taxis generiert habe ich jetzt einkauft, aber bis zu 5000 Dollar. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Hier wollt mir auch ein bisschen auf den Senkel gehen, ne? So. Bin ich euch Idioten auch los. Und wir haben die Taxi-Mission abgeschlossen. In der heutigen Episode. So, machen wir jetzt fahren wir kurz rüber. Und als nächstes wollte ich die Attentatsmission weitermachen. Die Fernmelder-Dinger. Das sind nämlich auch nicht so viele. Und dann wird es wahrscheinlich an die Versetti-Dinger gehen. Weitergehen. Was wir die auch fertig haben. Hoffe ich zumindest, dass wir die dann irgendwann durch haben. Haben wir jetzt aber erstmal zum. Und dann geht's ja, haben wir noch die Triadennummer. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein paar Missionen haben, wo wir ein bisschen Kohle machen können, um weitere Immobilien zu kaufen. Die Druckerei muss ich noch kaufen. Natürlich den Club. Filmstudio. Ja. Und wir haben
Tatsächlich jetzt als Fahrzeug. Das Zebra-Taxi, also das Zebra-Taxi, genau. Gegen das war eben. So. Gegen das war eben ja. Wo ist denn die Uschi hier? Gibt's sie nicht mehr? Ist sie tot? Kaputt? Genau. Also Hauptsache, wir haben hier fette Action noch, aber das ist ja wahrscheinlich Haitianer und wieder Kubaner oder beziehungsweise unsere Gang oder was auch immer. Naja, wie dem auch sei, wir sind raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's weiter mit den Attentatsmissionen.